Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist BloxxStar und ja, wir bleiben heute irgendwie beim Star. Ich stelle euch heute ein Set vor, das viele Geschichten zu erzählen hat. Und sogar RTL hat sich gewagt, über eine dieser Geschichten einen Film zu drehen. Freunde, wir sprechen heute über die berühmte Lockheed F-104, den berühmten Starfighter. Ich hoffe, euch wird dieses Video gefallen. Wir sehen uns gleich hier auf dem Bautisch. Ja, Freunde, da haben wir unser XINGBAO-Set bzw. BlueBrixx-Set, die F-104 Starfighter ab 6 Jahren XB 06060, 607 Teile, Maßstab 1:30, also ne, nicht ganz so Minifiguren, aber auch nicht ganz 1:2, also ihr wisst, was ich meine. Was ich ganz krass finde, ist hier, dass XINGBAO, BlueBrixx so ein bisschen gedacht hat, ey, wir machen es wie COBI, von COBI lernen, wir verstecken einfach unsere anderen Maschinen, denn die Tornado oder der Tornado soll ja noch kommen und die Phantom ist ja auch schon draußen. Ich habe mich aber hier aus besagten Gründen für den Starfighter ja, entschieden. Wir sehen schon ganz viele so Steinchen, die wir kennen, also sage ich mal eine konservative Bauweise. Ich bin gespannt und auf den ersten Blick, ja, die Kabine hier, da denkt man ja schon, wenn man COBI gewöhnt ist, aber ich möchte jetzt nicht den Tag vor den Abend loben. Es ist ja auch mein erstes richtiges XINGBAO-Set hier auf dem Kanal. Jetzt schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir hier schon die Radarnase, wir sehen das Höhenleitwerk, wir sehen hier, man kann das Fahrwerk einklappen, wir können sehen hier, wir können die Zusatztanks an- und abbauen oder Raketen und auch hier das Fahrwerk können wir verschließen. Ja, T-Tail, also der Schwanz in einer T-Form, ganz interessant. Und ja, die Texte sind immer sehr lustig, habe ich jetzt schon bei anderen Leuten auch auf den Kartons immer gelesen. Ja, High Quality Item is developed by XINGBAO together with BlueBrixx. Genau, High Quality, das werden wir gleich sehen. Schauen wir uns hier unten nochmal an, die Anbieterkennzeichnung plus traurige Zwiebel und babylonisches Sprachgewirr plus von der Seite her relativ schmucklos, aber es geht ja eh immer um den Inhalt. Hier auch XINGBAO und hier oben der berühmte chinesische Tragetaschengriff. Wir schneiden das Set gleich mal auf. Mal gucken, ob ich es mit Fingernägeln hinkriege. Es ist der berühmte chinesische Tesastreifen oder Filmstreifen, den wir so kennen. Zack, zack, zack. Ich habe mein Messerchen nicht gefunden. Da haben wir es. Tada. Und wir wissen, wenn wir hier so einen Griff haben, dann ist hier drin ein Innenkarton. Da können wir auch gleich rein. Zack. Ich habe es sogar richtig rum aufgemacht, aber wie immer Griff blockiert. Ah, da haben wir es. Ja, Griff blockiert. So, tada. Karton geht an die Seite. Buff. Oh, wir haben hier sogar schon mal einen extra Nachdruck, was man ändern soll. Ich kipp's mal aus. Anleitung, Tüte, Tüte und hier so ein Wobbly Wobbly. Die Seiten, in den Seiten ist noch was versteckt. Da muss man immer aufpassen. Nö, ist nichts außer Pappe. Geht auch an die Seite. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Tüten. Und die Tüten sind alle beschriftet. Da haben wir die 2. Und jetzt schauen wir mal, wir gehen an die Seite und gucken uns die Anleitung an. So groß wie meine Hand, Klammer gebunden. Auf den ersten Blick keine Aufkleber, das ist schon mal ganz gut. Also ich würde mich freuen über schöne Tatzenkreuzfliesen. Ja, und wir sehen schon auf den ersten Blick, das ist eine, ja, ist dicker. Ja, hier, Tüte 1 baut den groben Rumpf. Also die Tütenbeschriftung ist schon mal ganz cool. Wir haben hier wieder typisch China. Welche Steine brauchen wir? Rote Pfeile weisen den Weg. Und was gebaut wird, ist etwas farbentsättigt. Also nicht ausgegraut, sondern wirklich einfach etwas weniger kräftig in der Farbe. Und dann schauen wir mal, wie viele Bauschritte wir insgesamt haben. Wir haben 46 Seiten auf jeden Fall. Und Bauschritt 2 hat 52 Steps. Und Bauschritt 1 hat, schauen wir mal, da haben wir es gleich, 49. Also knappe 100 Bauschritte haben wir hier für diesen schönen Flieger. Da ist er fertig auf Seite 46. Ja, ich bin echt gespannt. Wie gesagt, der Starfighter ist schon eine kleine Herzensangelegenheit, weil er einfach so viel zu erzählen hat. Mal gucken, was ich euch gleich in den Fakten alles reinbringen kann. Ja, jetzt viel Spaß beim Speedbuild und den Fakten und dann sehen wir uns danach gleich hier auf dem Bautisch wieder und begutachten das fertige Modell. Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über die F-104, den berühmten Starfighter. Und meine Informationen habe ich mir größtenteils aus dem Buch, aus dem Motorbuchverlag von Gerhard Lang mit dem gleichnamigen Titel F-104 Starfighter gezogen. Mit dem Kampfflugzeug Lockheed F-104 Starfighter verbinden sich viele Schlagworte. Heißer Ofen, Traumflugzeug oder aber auch die negativ behafteten Witwenmacher und natürlich die berühmte Starfighter-Krise. Vor allem in der Anfangsphase der Nutzung nimmt die Anzahl der vielen Abstürze einen hohen Stellenwert in der Öffentlichkeit ein. Der verstorbene Politiker Franz Josef Strauß, damals wie ihr wisst Verteidigungsminister, betrieb maßgeblich die Anschaffung dieses Flugzeuges. Die Vorwürfe der Bestechung stand in der öffentlichen Diskussion im Raum, konnte aber nicht bewiesen werden. Wegen der vielen Abstürze entwickelte sich 1962 in diesem Zusammenhang die sogenannte Spiegel-Affäre, da die linksliberale Zeitschrift unter der Überschrift „Nur bedingt abwehrbereit“ die Schwächen der damaligen Bundeswehr zur Diskussion stellte. Dies wurde von konservativen Kräften halt Franz Josef Strauß, als Geheimnisverrat interpretiert, was zur Verhaftung des Spiegel-Inhabers führte. Es kam zu starken Protesten in der Öffentlichkeit, weil man die Pressefreiheit gefährdet sah. Journalisten aller Medien solidarisierten sich mit Augstein, sogar die eher rechtsstehende Springerpresse. Also mit Springerpresse ist natürlich die heutige Bild-Zeitung und Welt und Co. gemeint. Im sich daraus entwickelten Gerichtsverfahren wurde der Herausgeber Rudolf Augstein in allen Punkten freigesprochen und rehabilitiert. Franz Josef Strauß musste im Anschluss als Verteidigungsminister zurücktreten. Jeder sechste Pilot dieser Maschine stürzte ab, wovon etwa 20% der Abstürze leider tödlich verliefen. Die Abstürze des ursprünglich nur für schönen Wetter konzipierten leichten Abfangjägers, nämlich dem berühmten Starfighter, fanden wohl deshalb statt, weil die Maschine nachträglich mit vielen Geräten und zusätzlicher Bombenlast aufgerüstet wurde, obwohl sie dafür nicht gebaut wurde. Sie war schlichtweg überladen. Das ist der Grund, warum viele dieser Maschinen abstürzten. Die USA setzten diesen Jäger nicht lange ein und auch wenn dann nur als, ich sage es mal salopp, Schönwetter-Abfangjäger. Andere Nationen hatten auch ähnlich viele Verluste zu betragen, da sie auch die Rolle des Allround-Jagdbombers für dieses Fahrzeug veranschlagten. Eine Nation wie Spanien, die um die 20 Starfighter hatte, die dieses Fahrzeug und dieses Flugzeug nur als Abfangjäger eingesetzt haben, also als Schönwetter-Abfangjäger, hatte nie Abstürze. Das muss man mal dagegen halten. Die F-104G, das G steht hier für Germany, war das erste in Lizenz gebaute Flugzeug der Bundeswehr. 1958 fiel die Entscheidung für die Anschaffung von ca. 916 Stück. Das Flugzeug konnte, deren Meinung damals, als Jagdbomber, Abfangjäger, Aufklärer und zur Bekämpfung von Seezielen eingesetzt werden. Ja Freunde, das war ein kurzer Einblick in die Geschichte des Starfighters. Mir war wichtig, mal einmal diese berühmte Spiegel-Affäre euch zu erzählen, denn es ist schon ziemlich krass, dass ein Verteidigungsminister quasi die Durchsuchung von Presseräumen anstiften konnte damals. Das finde ich schon sehr krass und das erschreckt mich immer, wenn ich an die Demokratie von damals zurückdenke. Ja, Freunde, aber jetzt nicht erschrecken, jetzt geht's in das Review dieses Flugzeuges und ja, ich lasse es einfach mal so. Viel Spaß! Ja, Freunde, da haben wir unsere F-104, den Starfighter aus dem Hause XINGBAO/BlueBrixx. Und bevor es losgeht, erstmal möchte ich die Prints loben. Wir haben hier einen Print, da einen Print, auf der anderen Seite haben wir auch noch ein Tatzenkreuz hier auf den Flügel und natürlich unsere Nationalfahne auf dem Seitenleitwerk. Dafür schon mal ein Top. Die Steine sehen alle ein bisschen benutzt aus, aber das bin ich ja gewohnt, wenn ich China-Sets vorstelle, wenn sie nicht gerade von Mold King sind. Deswegen bin ich da jetzt nicht ganz so böse. Sie haben halt manchmal gerade diese grünen Steine. Ich denke, man sieht die Kamera, kann es nicht erkennen, aber gerade an den Kanten sind sie immer ein bisschen heller. Also quasi, als wenn sie schon mal benutzt sind und auch die Fliesen sind alle leicht zerkratzt. Aber wie gesagt, da will ich nicht meckern. Das gibt es bei anderen Herstellern auch. Also warum soll das hier bei XINGBAO bzw. BlueBrixx anders sein? Das Flugzeug von der Form, ihr erkennt es, ist eindeutig die F-104 mit ihren Stummelflügelchen. Deswegen haben diese Flieger in echt auch immer diese Zusatztanks gehabt, einfach weil man in diese Flügel kaum Sprit reinbekommen hat und es ja wirklich ein Hochleistungs-Hochgeschwindigkeitsjäger war. Und wegen der Hochgeschwindigkeit zeige ich euch nochmal von vorne natürlich das Triebwerk hier, die Lufteinlässe, schön gelöst und hinten dann, naja, gelöst mit einem Gummireifen. Das finde ich relativ... Ich zeige euch den Flieger jetzt mal von unten. Da seht ihr das Fahrwerk, was wir hier nämlich mit so ganz simplen Steine-Tricks eigentlich hier ein- und aus klappen können. Hier seht ihr es auch, ne? Also mit solchen Doppel-C-Clamps, nenne ich es mal, können wir das Rad rein und rausfahren. Hier das Bugfahrwerk und ich klemme es dann immer wieder ein, damit es nämlich nicht wieder einklemmen kann nach vorne. Hier auch die Klappe und hier haben wir sogar auch so auf so Hinges mit Bars das geklappt. Dann können wir das Fahrwerk nämlich auch einfahren und dann zack, zack und fertig. Das, was ihr jetzt gleich merken werdet, ist, dass dieses Flugzeug einige Schwächen hat. Und da fängt es nämlich an. A, sind es die Aufhängungen der Tragflächen und B, sind es diese blöden Zusatztanks. Ich muss sagen, das Fahrzeug hat, ihr seht, wie es gebaut wird, hier mit diesen schönen Slopes, Wedges haben wir hier, aber hier mit diesem Slopes, das gefällt mir richtig gut. Es hat auch sehr Spaß gemacht zu bauen. Ich muss wirklich sagen, das Flugzeug hat sehr viel Spaß zum Bauen gemacht, bis es dann eigentlich so richtig an die Tragflächen und an diese, ihr seht schon, man guckt es an, Zusatztanks ging, die abfallen. Generell nochmal, das Flugzeug sieht so aus, als wenn jeder von euch es mit seinen Teilen auch bauen kann. Denn wir haben ja hier einfach solche Radzieherverblendungen, sage ich mal. Wir haben überall diese halbrunden Steine, diese Fliesen, die wir kennen. Also eigentlich ist das wirklich aus einem rudimentären Grundsatz von Stein herzustellen, wenn wir hier oben mal diese Stange lassen und natürlich die Tarnung, die gebaute, die zwar auch nur rudimentär angedeutet ist, aber die Farben haben wir ja so auch alle nicht in unserem Baukastensystem zu Hause. Trotzdem sieht es halt wirklich aus wie Bauen mit den Bricks, mit denen ich groß geworden bin, was mir gefällt. Das soll kein Nachteil sein. Was mir nicht gefällt, ist, sind da diese blöden Zusatztanks, die wir in der Anleitung auch nochmal mit einem extra Sheet hier Blatt verlängern mussten. Auch hier im Rumpf mussten wir was verändern, nämlich die Tragflächenaufhängung, weil in der Anleitung waren die Hinges anderes gedreht, als wie sie hier dann verbaut wurden. Aber hier die Tanks, das ist für mich das Schlimmste, denn sie halten nicht. Normalerweise sollen wir sie mit den beiden Löchern in diesen Round Bricks, Modified nenne ich sie mal, mit diesen Techniklöchern, sollen wir einfach sie mit diesen Techniklöchern auf die Jumper-Steine drauf bauen, aber das funktioniert nicht. Ich zeige es euch, da fällt der nächste wieder ab. Also das ist für mich das Schlimmste, diese Zusatztanks. Denn laut Foto sind diese beiden Pünöppels hier außen und mit den Löchern soll ich es anbauen, aber ihr seht es ja hier, wenn ich es drücken will, geht nicht und fällt eh auseinander. Also die Zusatztanks sind wirklich das Schlimmste. Wie gesagt, die Steine passen nicht. Also habe ich gedacht, komm her, wenn ich schon die beiden Dinger da habe, noppe ich es einfach hier auf und dann hält es. Das gleiche auch auf der anderen Seite. Viel schlimmer ist aber, dass diese Zusatztanks immer abfallen. Ich zeige es euch, die sind ja hier mit einer Pinaufnahme schön dran gebaut, alles cool, auch nicht weiter schön, schlimm. Ne, so, aber Fahrwerk habe ich nicht richtig eingerastet. So, deswegen zack. Aber sie fallen halt immer wieder auseinander. Jetzt baue ich es hier nochmal zusammen. Zack, zack. Aber es ist normal, man muss nur so ein bisschen, ihr seht es, nur ein bisschen wackeln, schon fällt es auseinander. Weil wir hier kein Loch haben, wir haben zwar hier überall Technikachsen drin, aber genau hier würde eine Weiterleitung der Achse Sinn machen, damit sie nicht immer da auseinanderfällt. Da auch, zack. Und schon wieder. Also sobald ich an die Tanks komme, fällt es auseinander. Das finde ich echt schade, denn diese Tanks hängen dann immer irgendwie durch. Das ist wirklich für mich nichts Schönes. Das ist das erste Modell, wo ich gedacht habe, jetzt brauche ich doch Sekundenkleber. Aber ich will es eigentlich nicht, denn das Vögelchen hier hat mir Spaß gemacht zu bauen. Übrigens auch noch ein bisschen schwach, die Flügel hier, die hängen auch immer so ein bisschen, ja, also bespielen, würde ich es nicht. Also gerade hier, weil es auf den Hinges hängt, wenn ich zu sehr jetzt rumwackele, ich will es euch nicht demonstrieren, fallen die Flügel aber auch ab. Ja, aber trotzdem, nochmal, rudimentäre Steine irgendwie. Ich habe mich gefühlt wie in meine Jugendzeiten zurück. Es ist ein toller Flieger, gerade der Starfighter. Ich habe es euch in den Fakten erzählt, gibt so viel her. Ich habe es im Intro gesagt, eigentlich müsste man viel mehr Geschichten darüber erzählen, als ich jetzt in dieser kurzen Bauzeit beim Speedbuild unterbringen konnte. Was aber diese blöden Zusatztanks hier angeht, da kam ich auf eine Idee. Wenn mir die Tanks eh abfallen, warum mache ich dann nicht ein kleines Möckchen und habe mir was gebaut? Ich zeige es euch jetzt mal. Und zwar, eine muss ich aber leider dran bauen. Na, ihr seht es da, es fällt schon wieder auseinander, ohne dass ich es jetzt hier irgendwie übertrieben euch darstellen will. So, ich schnapp's hier rein in die Pin-Aufnahme. So, ich hoffe, du bleibst jetzt heile. Okay, du bleibst nicht heile. Übrigens, was ich noch vergessen habe, man hat hier übrigens auch ein Querruder, was funktioniert. Hier können wir nämlich das verstellen. Das geht. So, jetzt noppe ich hier wieder den Zusatztank auf. Und ihr seht schon hier, ein bisschen bewegt und dann fällt doch der Flügel ab. Also, ich will kein Klemmbaustein-Set kleben und auch hier will ich es nicht. Oh, hier ist sogar richtig der Hinge abgefallen. Aber es vermiest einen den Spaß. Kann sein, dass ihr vielleicht Glück habt und bessere Steine habt. Ich weiß nicht, ob XINGBAO die Steine hier selber herstellt oder ob sie die bei einem Kommissionierer zugekauft haben. Das würde es dann erklären, warum es unterschiedliche Qualitäten gibt. Denn andere Leute haben schon, glaube ich, Videos gemacht und haben gesagt, dass das Set ganz cool ist. Das finde ich von den Steinen her, ja, ich habe es euch gerade gesagt. So, und jetzt fällt alles auseinander. Aber ich will es live drauf haben, damit ihr es seht. Ich will euch hier nichts schönigen. Ich will euch hier auch nichts schlechter reden, als es ist. So, zack, zack. Wenn nämlich einmal der Flügel ab ist, ist das gar nicht so easy, den hier wieder reinzudrücken in die Hinges. So, jetzt ist der Flügel wieder da. Er hat ja einen gewissen Knick, dieser Flügel, den soll er auch beibehalten. Und ihr seht mein Dilemma wieder mit diesen blöden Zusatztanks. Also, hier an die Seite. Wie gesagt, das ist meine Bautechnik. Eigentlich müssten die Löcher in die Jumper rein. So, zack, in das Jumper-Teil. Und es fällt wieder ab. Na. Also, ihr wisst es schon, was ich euch eigentlich langfristig sagen möchte. Es ist ein Display-Modell, genau. Und vielleicht macht ihr es wie ich. Baut euch hier so eine kleine Flughafenlandschaft. Stellt wie ich das Fahrzeug hier hinter die Klötze, dass es nicht wegrollen kann. Dann habe ich mir hier so eine kleine Leiter gebaut. Ich baue das hier gleich mal kurz ran und dann zeige ich euch, was ich meine. So baue ich hier noch. Ich muss einmal drehen. Dann seht ihr es auch gleich genau. Den einen Zusatztank muss ich nämlich wieder komplett dran machen. Ist abgefallen. So, jetzt bitte halten. Das wäre blöde. Die Kamera läuft nämlich. Irgendwann reicht es ja mit Auseinanderfallen. So. Buff, dann fällt es wieder ab. Also ich stelle mich hier nicht zu blöd an, es sind wirklich die Steine. Und ja, also jetzt muss ich noch einmal drehen. Den Zusatztank machen wir hier ab. Und dann zeige ich euch, was ich meinte mit, wenn eh schon die Tanks immer abfallen. Ah, da geht der Flügel schon wieder auseinander. Freunde, es ist ein Modell, was man bitte einmal zusammenbaut und nicht mehr anfasst, meine Meinung. So. Und jetzt haben wir hier diesen Zusatztank. Ich glaube, das Wort habe ich jetzt heute schon 20 Mal benannt. Ich habe mir so einen kleinen Wagen gebaut. Ich zeige ihn euch gleich nochmal. Hier so. Keine Ahnung, ob die in echt so aussehen, aber ich habe einfach aus Resten so einen gebaut. Und dann klemme ich hier einfach meinen Zusatztank da rein, mache ihn so. Und dann wird er hier unter das Fahrzeug gestellt. Und dann sieht es so aus, als wenn die Bodencrew gerade das Fahrzeug quasi neu mit einem Zusatztank bestücken möchte. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Hier die Leiter für den Piloten, habe ich auch mir aus Resten zusammengebaut. Und natürlich hier ein bisschen das Lego-Straßensystem. Ein paar Fliesen, die ich noch über hatte. Hier ein bisschen Leuchten für ja, Flugplatz, Feeling. Und ja, das ist jetzt mein kleines Dioramachen, weil wenn die Tanks eh abfallen, dann kann ich auch einen gleich zur Seite packen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ich habe halt einfach jetzt hier aus der Not eine Tugend gemacht. Ja. Ich finde den Flieger nach wie vor cool, aber er hat, wie ihr gesehen habt, seine Schwächen. Wahrscheinlich liegt es einfach an der Vorlage. Ich will jetzt gar nicht so sarkastisch sein. Gut, Freunde, ja, jetzt schauen wir uns einfach gleich nochmal in die Augen und dann gibt es noch ein paar schöne Abschlussworte. Ja, Freunde, da ist das Video auch leider schon zu Ende und ja, aus jedem Schlechten gibt es auch immer was Gutes zu ziehen. Ich habe mir jetzt hier mein schönes Szenario gebaut, diese Luftwaffenmaschine, die gerade ihre neuen Zusatztanks bekommt. Finde ich ganz cool. Was ich noch ganz vergessen habe ist, es gab auch wieder ein paar Steinchen über. Und zwar gab es eine extra Tüte mit diesen 1×4ern. Ich weiß gar nicht warum. Auf den ersten Blick jetzt so beim Bauen haben die sich eigentlich nicht von den normalen unterschieden. Was ich ganz gut finde ist, dass wir hier so viele rote 1×1er Roundbricks haben, denn Roundplates, denn ich brauchte die ja hier für die Annoppung der Zusatztanks. Ne? Von daher wirklich gut. Ja, was soll ich sagen? Ich habe schon viele Sets vorgestellt, wo Steine bei mir gut waren und bei euch schlecht waren. Diesmal ist es andersrum. Das ist ausgerechnet mein erstes XINGBAO BlueBrixx XINGBAO Set ist. Dafür kann ja keiner was. Aber so als Szenerie gefällt es mir. Ich habe einen Starfighter und das war mir wichtig. Ich wollte das Set ja sowieso kaufen, damit ich euch etwas erzählen kann. Und ich hoffe, es ist mir gelungen. Und das ist ja eigentlich mit der Antrieb, warum ich es mache, um euch Geschichten zu erzählen und halt auch noch mein liebstes Hobby, nämlich Klemmbausteine hier auszuleben. In diesem Sinne, schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen mit diesen Sets hattet. Ich habe gehört, dass viele andere dieser Bundeswehr-Sets sollen sehr, sehr gut sein. Freue ich mich drauf. Ich habe da auch noch das ein oder andere, was ich euch vorstellen kann. Im Moment aber brauche ich erstmal ein bisschen Abstand und baue wieder vielleicht ein bisschen COBI oder LEGO. Keine Ahnung. Aber ja, schreibt mir das bitte in die Kommentare, denn von dieser Informationsaustauschgeschichte, da lebe ich hier. Das macht mir Spaß, mit euch mich drüber zu unterhalten. Das sage ich jedes Video und es ist auch so, das merkt ihr. Ich glaube, es antwortet auch keiner so schnell auf Kommentare wie ich, ohne jetzt mal hier ein bisschen im Albenlob hier zu versinken. Nee, Spaß, Freunde. Also schreibt mir bitte alles, was euch dazu einfällt, in die Kommentare. Wenn ihr auch meint, ey Jörn, du hast da Grütze gebaut, weil dies und das, auch immer her damit, denn auch ich bin nicht unfehlbar. Ja, in diesem Sinne, Freunde, ich wünsche euch allzeit guten Flug, bleibt gesund, auf Wiederbauen, euer Freund, der BloxxStar.